Hallo, Freunde. Das ist Nai, ein zweimonatiges Kätzchen, das die Hälfte ihres Lebens in einer Tierklinik verbracht hat. Es ist schwer zu sagen, wie viele ihrer neun Katzenleben sie in dieser Zeit genutzt hat, aber eines von ihnen wurde definitiv gerettet. Sie wurde im komatösen Zustand eingeliefert, hatte hohes Fieber, und die Art der Verletzungen ließ darauf schließen, dass sie von einem Menschen zugefügt wurden. Die Gelenke ihrer Pfoten waren herausgerissen, ihr Kopf war geschwollen. Die Tatsache, dass die Verletzungen von einem Menschen zugefügt wurden, wird auch durch das Dreieck bestätigt, das in ihren Hals geschnitten wurde. Das Kätzchen wurde operiert, sie ist bereits aus der Narkose erwacht, hat gegessen und hat sogar versucht, auf ihren Pfoten zu stehen, berichteten die Freiwilligen. Jetzt benötigt dieses kleine Schätzchen physiotherapeutische Maßnahmen zur Entwicklung ihrer Gelenke, die nicht funktionierten und beschädigt waren. Nach Angaben der Freiwilligen möchte das Kätzchen nicht liegen und ein Invalid sein. Eine Woche später kam der Retter der Katze in die Klinik und erzählte ihre Geschichte. An diesem Tag, als er die Allee entlang ging, bemerkte ein junger Mann einen anderen, der den Hang hinunterging, mit einem Kätzchen unter seinem Arm. Das Verhalten des Fremden sah merkwürdig aus. In der Nähe des Ladens blieb der Mann stehen und versuchte, das Kätzchen in eine Spalte zu stecken, in der Straßenkatzen leben. Als er näher kam, sah er Folgendes: Das Kätzchen, das zuvor unter dem Arm bemerkt worden war, lag auf dem Asphalt mit ausgestreckten Pfoten und zeigte keinerlei Lebenszeichen. Es sah sehr schrecklich aus, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Der junge Mann bedauert, dass er, als er das winzige Wunder in den Händen hielt, sofort auf es umschaltete und den Mann sofort vergaß. Dann kam die Klinik und die ernüchternde Diagnose des Tierarztes, ein Hämatom am Kopf und ein Riss in den Hüftgelenken. Die hinteren Pfoten waren äußerlich intakt, aber die inneren Knochen waren herausgerissen, als hätten sie ihn genommen und gedehnt oder vielleicht geworfen, indem sie ihn an den hinteren Pfoten packten, was zu ihrem Bruch und dem Schlag auf den Kopf führte. Als er das Kätzchen in der Klinik leiden sah, war sein Retter bereit, es einzuschläfern, damit das Tier nicht leiden musste. Aber als er sah, wie dieses Wunder aus der Box kroch und sich mit den Vorderpfoten vorwärts zog, wusste er, dass das Kätzchen wirklich leben wollte. Jetzt wartet der Mann darauf, dass das Kätzchen sich erholt und wird es wahrscheinlich zu sich nach Hause nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.